Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part Sims 2. Wir sind momentan noch bei Sonja, die gerade am Duschen ist und gleich auf Arbeit muss. Ah ja, da kommt schon das Auto. Spaß hat sie jetzt gerade nicht so viel, aber egal, das wird schon noch. Da sorgen wir heute mit dafür. Wenn sie von der Arbeit kommt, kriegt sie ihren Spaß noch verpasst. Ja, das passt. Ah ja, stimmt. Letztes Mal gab es Pizza. Da waren Kai und Lukas zu Besuch. Und wir hatten die ersten Flirtversuche unternommen, die auch ziemlich erfolgreich waren, wie ich sagen möchte. Ja, und jetzt geht es darum, die beiden zusammenziehen zu lassen. Ich hatte ja gesagt, dass ich diesen Part wohl noch mit Sonja spiele, also diesen Tag, sage ich jetzt mal. Und danach wechseln wir wieder zu Lukas, damit sie bei ihm einziehen kann. Mal gucken, was wir heute Schönes hinkriegen. Ja, lauf mal schneller, genau. Der wartet ja nicht ewig. Deine Fahrgemeinschaft. So. Wollen wir mal schauen. Und dann warten wir, dass sie wiederkommt. Wer ist das? Kai, warum klingelst du? Warum bist du nicht auf Arbeit? Hallo? Okay, begrüß Kai, komm. Du brauchst eh Spaß. Dann kannst du ihn mal begrüßen. Könnt ihr vielleicht ein bisschen Fernsehen gucken oder sowas. Ja, schon klar. Ich weiß. Jetzt mecker nicht rum. Hallo, du. Was will sie mit ihm machen? Einen Schock bekommen, um Gottes Willen. Hilfe, wie der Bildschirm wackelt. Wer ist das? Adrian. Gut, was will sie jetzt? Furzgag anwenden. Ja, das kannst du mal machen. Tu das. Und dann gehst du. Mal die Simeons ernten. Er lacht sich schon tot. Ach, apropos, nicht, dass der an die Pizza geht. Ich glaube, die ist langsam eklig. Ja. Bitte aufräumen. Nicht an die Pizza gehen, Kai. Nein, nein. Igitt, Igitt. Das ist eklig. Das kannst du doch nicht essen. Nein, nicht, dass du eine Lebensmittelvergiftung bekommst. Ist ja. Nee. Tu Kai mal von der Pizza weg. Bitte hier unterhalten. Und aufräumen. Ganz schnell. Nicht, dass der uns hier stirbt, weil er Lebensmittelvergiftung oder was kriegt. Ist ja eklig. Kai, guck mal, das ist schon ganz grün. Ihm scheint das ja gar nicht zu stören. Ja. Das war jetzt nicht so gut. Ja, stürzt er halb verhungert an die Pizza ran, die da schon einen Tag vor sich hingemüllt gibt. Na gut. Können wir jetzt nichts machen. Ich hoffe, er stirbt uns nicht. Naja, wir ziehen hier ja eh bald aus. Also insofern, wenn er hier sterben sollte. Ja. So, Mädel. Ups. Und schon wieder. Dann ernte und gieß nochmal und Fernsehen. Kai, ich hab das angeklickt. Du nicht ernten, ne? Doch, er will. Ja, gut. Das hat sich wohl erledigt mit dem Ernten, aber gießen kannst du ja noch mal. Also Kai, ehrlich, das ist kein gutes Benehmen. Auch wenn sie auch nicht besser ist, aber. Hey, komm her. Oder musst du auf Toilette? Ah, er muss auf Toilette, okay. Schalt doch mal um auf Nachrichten. Ja, komm auf. Ja, du träumst vom Baby und ja, ich weiß, das nehmen wir ganz bald in Angriff.
Musste auch nicht mehr allzu lange warten. So ist das. Aber der Spaß wächst, das ist schon mal gut. Und Kai, komm, du kannst mal mitmachen. Genau, macht das zusammen. Wie ist das eigentlich? Sie ist, naja, halbwegs fit. Morgen hat sie frei, das passt gut. Logik, Charisma, ja, alles in Ordnung. Eigentlich wollte ich mit ihr noch auf ein Gemeinschaftsgrundstück, aber das können wir natürlich auch nach dem Umzug machen. Dann wäre zu überlegen, den Kühlschrank auffüllen bringt's nicht mehr, da sie nur noch den einen Tag hier wohnen soll. Dann könnte man noch mal eine Pizza bestellen. Ja, genau. So machen wir das. Komm, dann mach mal aus. Und dann geh doch mal, wo ist der Schachtisch? Da. Geh mal üben. Kann man ihn schon direkt sagen, mitmachen? Mit Kai mitmachen, nee. Dann müssen wir warten, bis er unten ist. Was guckt er denn? Ah, schon wieder kochen. Er mag kochen, also das muss man mal ganz klar feststellen. Nee, du sollst jetzt mal bitte den Kai dazu bitten, mitzuspielen, genau. Sie braucht ja eh noch die Logik, also ist das in Ordnung, wenn sie das hier noch macht. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch groß zu essen bestelle oder ob wir sie dann nicht ins Bett schmeißen und direkt dann zu Lukas wechseln. Ich glaube, so mache ich das. Da brauchen wir hier nicht mehr viel Geld ausgeben, das lohnt nicht. Wenn sie schläft, kannst du auch nicht verhungern. So, mach mit. Aha. Oh, sie greift sich schon an den Kopf. Ist es so schwer hier? Juhu, und den Logikpunkt haben wir auch. Perfekt. Er ist auch am Grübeln, ob das alles so seine Richtigkeit hat, was sie da mit ihren Schachfiguren anstellt. Naja. Ich würde sagen, das genügt dann auch erstmal. Gut, dann kannst du ja noch mal ein bisschen mit ihm reden, tratschen und verabschieden. Und dann könntest du noch mal den Lukas anrufen vielleicht. Gucken, ob der daheim ist, weil es ist nach 8. Es kann natürlich auch sein, dass der jetzt gerade auf Arbeit ist. Aber das macht auch nichts. Egal. Man kann ja mal anrufen. Und dann geht's ja auf Toilette und ins Bett. Und dann wechseln wir zu Lukas. So machen wir das. Post hat sie keine mehr. Rumstehen tut auch nichts. Ja. Weil wenn sie umzieht, sie kann ja nichts mitnehmen. Sie kriegt wahrscheinlich dann den Wert von ihrem Häuschen mit Inhalt als Geld dazu. Ja, gut, okay. Okay, säubern. Benutzen. Hände waschen. Wie gesagt, sie kriegt wahrscheinlich den Wert dann angerechnet und zieht dann mit diesen Simeons bei Lukas ein. Und das kommt ja auch ganz gut. Dann denke ich, genügt das auch schon. Dann war das mal ein ganz geruhsamer Tag nochmal zum Ausklang in der alten Wohnung. Ja, finde ich okay. Und dann geht sie schlafen. Legen wir sie noch schön ins Bett. Und dann können wir wechseln. Damit wir diese Familie endlich zusammenkriegen.
Tschüss, Sonja. Gut Nächtle in das letzte, die letzte Nacht in deinem Häuschen. Das nächste Mal sehen wir dich woanders wieder. Und das speichern wir auch mal kurzfristig. Und dann wechseln wir in die Nachbarschaft. Und zwar zu Lukas. Juhu, da wollen wir hin. Und der liegt natürlich auch im Bett. Ist ja klar. Ich lasse immer die Leute im Bett liegen. Das kommt mir immer ganz gelegen, wenn die mal im Bett rumliegen. So, er will sich eng mit ihr anfreunden. Naja, ich dachte, das hätten wir jetzt schon. Ja, okay. Aber verknallt ist er auch. Sieht man ja hier an diesem Herzchen. Das mit dem sich verlieben müssen wir noch hinkriegen. Ist ja aber auch festgemacht. Das sollte, wenn sie hier einzieht, dann auch kein großes Problem mehr sein. Heute muss er arbeiten. Er dürfte sogar, wenn ich das richtig sehe, befördert werden. Ah, was steht denn da? Das Ausbauen von Beziehungen, Schließen von Freundschaften wirkt sich positiv auf die Karriere aus. An der ersten Zahl kannst du ablesen, wie viele Familienfreunde ein Sim hat. Die zweite Zahl in Klammern, das ist die da, gibt an, wie viele Freundschaften er noch schließen muss. Okay. Also er muss momentan 0 schließen, das heißt, er sollte dann auch befördert werden. Sag mal, könnten wir das mal schneller machen hier? Jo, das sieht doch gut aus. Muss ich sagen. Gefällt mir. Und dann, perfekt. Lassen wir den Guten noch aufstehen. Komm, geh mal benutzen. Das Telefon ist jetzt nicht so wichtig. Säubern, Hände waschen. Er hat auch noch gut Simeons auf dem Konto. Oh, Bäumchen gießen können. Pflücken ist gerade nicht so gut. Ja, und hier ist natürlich noch viel ausbaufähig, auch einrichtungsmäßig ist klar, ne? Aber das machen wir alles, wenn Sonja dann auch da wohnt. Dann gucken wir mal, dass wir das Ganze hier auch noch ein bisschen verschönern, bevor dann die Familie richtig zusammenwächst mit Verloben, Verheiraten und Kinder kriegen und so weiter. Das kriegen wir alles hin. Na, er telefoniert mit Sonja, na, das finde ich super. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Und hat direkt einen Wunsch erfüllt. Prima. Und meine Zeit läuft auch schon wieder ab. Das macht aber nichts, weil ich werde dann auch direkt gleich noch einen Part aufnehmen. Und deswegen sage ich jetzt hier beim Telefonat erstmal Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und freut euch genau wie ich auf den nächsten Part. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.